weil da wieder was drin ist, was uns nicht gefällt. Da kommt ein Big Mouth. Dann lassen wir mal zu uns kommen. Na, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Man weiß ja immer nicht. Wo ist er? Da unten ist er. So, schnappen wir uns einfach. Aber ich glaube, der mutiert auch nicht, oder? Ne, tut er nicht. Das wäre schon längst mutiert. Wundert mich, warum nicht jeder Gegner einfach mutiert ab dem bestimmten Punkt. Gibt dann wirklich auch eine Auswahl von Gegnern, die das dann einfach nicht tun und dann ist das halt einfach so. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Was auch immer das jetzt sollte. Ich verstehe es gerade nicht, aber ist okay. Bitte lauf, Jacob, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal schön zurücklaufen. Ich bin auch in die falsche Richtung gelaufen. So wollte ich das eigentlich gar nicht. So. Das positionieren. Mal schön zurückgehen. So. Weiter zurück. Hoffentlich funktioniert das, wie ich mir das vorstelle. Das funktioniert aber sowas von gut. Ha! Na komm. Ich meine, komm, es bietet sich ja förmlich an, dass wir ihn so umbringen. Einziges Problem ist natürlich, er hängt jetzt so fest, dass wir da nichts mehr rauslupen können. Ist es wirklich schlimm? Ich glaube nicht. Dafür haben wir uns Munition gespart. So. Gut. Wissen wir, dass das auch funktioniert, aber wie gesagt, es bietet sich ja förmlich an. Also mit diesen großen Ventilatoren muss man ihn ja einfach so bekämpfen, oder? Es geht gar nicht anders. Man muss es einfach nutzen. Schade ist natürlich jetzt einfach nur, dass er da so reingeglitscht ist, dass man halt ihn nicht mehr zerstampfen kann, weil er einfach nicht mehr registriert wird. Aber cool, ja. Also ihr könnt auf jeden Fall zwei Two-Heads mal auf einem ganz anderen Weg töten. Und das mit den Ventilatoren hättet ihr sicherlich auch ausprobiert. Also das ist jetzt nichts, was man nicht so getestet hätte. Ich habe es sogar mal probiert, aber es hat irgendwie nicht geklappt und jetzt habe ich es nochmal probiert und jetzt. Ja, der Truhe ist auch was drin. Habe ich irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt. Makelloser Entschlüssler. Ich glaube, das waren 100, oder? So, wenn ich das jetzt richtig mir irgendwie gemerkt habe, dürfte das letzte Audiolog gewesen sein. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle eingesammelt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ist so ein bisschen eine Kombination aus Hardcore, Run und alle Audiologs einsammeln. Dafür habe ich natürlich jetzt nicht alle Schematics aufgesammelt. So, Project
Alpha, glaube ich, war das jetzt gerade. Und wir treffen jetzt auf Dani. Dani kommt jetzt mit. Die ist aber infiziert und wir wollen versuchen, sie zu retten. Ich glaube, das war jetzt so die Kurzfassung von dem, was wir jetzt hier vor uns haben. So, da haben wir jetzt nochmal irgendwie einen Entschlüssel oder sowas. Energieumwandler. Ja, so, okay. 50, glaube ich, gibt das. Der Max. Aber es ist krass, wir laufen jetzt eigentlich wirklich direkt in den Endkampf rein. Ging jetzt eigentlich schneller als gedacht. So. Und man sieht schon, die sieht auch nicht mehr wirklich frisch aus, die Dani, weil die halt jetzt diesen Biophage-Virus in sich drin hat. Die wurde nämlich in dem Kampf mit dem Ferris angesprungen und dann infiziert. So, what happened back there? Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust her? Don't got a choice. Yeah. Same here. What is all this? Ja, auf jeden Fall in den Luxusquartieren. Oh nein, warte mal, das war das letzte. Haha, ups. Haben wir hier noch was zum Einsammeln? Ne, oder? Guck mal genauer hin, aber glaube nicht. Ne, passt. Gab's nichts mehr. Ja, Finale. Es ist rückt immer näher. Ja, also was uns gerade die Mörder sagen wollte, ist, dass wir bei der Dani jetzt in den Gedanken drin sind oder in den Erinnerungen. Ja, und der Max wollte uns jetzt genau darauf hinweisen, dass wir halt schuld an dieser ganzen Sache sind, die da in Europa passiert ist, weil wir halt so ein Biophage-Virus geschmuggelt haben. Und dadurch ist halt das mit Europa passiert und dadurch ist die Schwester von der Dani gestorben. Und der Max, der hat das mitbekommen und wollte natürlich, dass das irgendwie aufhört und wollte nicht mehr schuld daran sein, dass irgendwelche Leute sterben. Und der Jacob ist natürlich jetzt, sag ich mal, der Schuldige an dieser ganzen Geschichte. Und darum geht es eigentlich in dem Game auch, dass er sich dieser Schuld halt bewusst wird. Und immer mit der Information, es gibt kein Entkommen von dem, was du getan hast. Und man muss natürlich für die Sachen dann gerade stehen. Bam, 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 bam. Ich glaube, die Grundkommunikation ist dann immer, geht hier nicht um Flucht, sondern darum halt gut zu machen, was man halt verkackt hat. Das. Munition? Kann ich keine Munition mehr aufheben? Würde mich verarschen? Oh, macht Sinn. Gut, Leben. Dem ist mir jetzt gar nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Also, jetzt in dem Moment gerade nicht. Das ist mit der Munition, die da gerade liegen bleibt, irgendwie ein bisschen wichtiger. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich gar nicht mit ansehen, wenn ich hier Munition liegen lasse. Ich glaube, ich muss nochmal zurück zum Store. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Store und dann nochmal die Sachen hier einsammeln und dann nochmal zurück, also. Ja. Und ich glaube, ich heb mal sicherheitshalber trotzdem irgendwie so eine Energiespritze auf. Also für Leben. Ich konnte gar nichts mehr aufheben, ne? Eieieiei. So. Choice is yours. Pass auf. Wir hauen das weg und das weg. Hauen das weg und das weg.
sammeln jetzt nochmal alles ein, was wir liegen lassen mussten. Ja, das auch noch. Und da hinten war, glaube ich, noch Shotgun-Ammo, oder? Wir haben jetzt die Pistole. So. Und da hinten war noch, glaube ich, Ammo. Shotgun. Eben, passt. Gut. Dann nochmal schnell zurücklaufen und dann haben wir's. Dann können wir in den Endkampf einsteigen. So. Sehr gut. Das überspringen wir mal gleich. Und dann geht's los. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt müssen wir erstmal gegen den generischen Ferris kämpfen. Und wenn wir den durch haben, dann gibt's erst, sag ich mal, einen etwas kreativeren Bossfight. Das muss so wehtun, wenn der ihn dann in die Rippen tritt. Boing und zack. Das war jetzt ungünstig. Er hat doch bloß einmal zugeschlagen. Ich wollte auch nur kontern. Ich verstehe jetzt gerade nicht. Ja, bist du fertig? Alter. Tob dich ruhig aus. Drei, vier. Also wir müssen echt aufpassen, dass der uns nicht trifft. Also in diesen Animationen, wenn wir da einen Schlag abkriegen, das tut weh. Oh, die Rippen. Ei. Schmerzhaft. Ja, wir sollten am besten einfach warten, bis er irgendwie sein Geschwafel von sich gibt. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass der Kampf gegen den Ferris halt echt nicht so der Bringer ist am Anfang. Und dann fängt er schon irgendwie besser an oder geht weiter. Jetzt sehen wir nicht. Alles ist gut, also sind wir im grünen Bereich. Nein, das ist doch nicht. darüber. Check up. Check. Boah, ey, Alter. Lauf doch mal darüber, Himmel, ja. So, ich muss nur gucken, dass ich irgendwie... Dann kann ich leben. Dann kann ich leben. Wasser, 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 Wasser. Wo ist der andere? Da ist er.
jetzt dieser blöde... Gott. Warte mal, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu unübersichtlich, ja? Hier irgendwo ein Kanister oder nicht? Oh, bitte. Da ist ein Kanister. Der Typ. Ich hänge hier schon wieder irgendwo fest. Nee, warte mal. Mann, jetzt geht er weg. Okay, wir haben ihn geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zu der Kapsel rennen. Boah, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen... Ich habe den Bosskampf halt einfach überhaupt nicht, sag ich mal, trainiert. Dass man da jetzt irgendwie auf Hardcore irgendwie eine bessere Taktik fährt, sondern ich habe jetzt einfach irgendwie gemacht den Bosskampf. Ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn man das Areal nicht so gut auswendig kennt, dass man dann an allen möglichen Ecken und Enden festhängen bleibt. Brauch bloß das Achievement, mehr brauche ich nicht. Wo ist es? Na komm. Bitte plopp. Shit, der Recidivist. Finish Game in Hardcore Mode. Sehr gut. Also geschafft. A Striking Distance Studios Production. Zum Geier. Krieg ich jetzt da meine. Ich sehe meine Maus nicht. Wo ist meine Maus? Du hast freigeschaltet. Hardcore, Neues Spiel Plus. Willkommen bei Neues Spiel Plus. Ich spiele die Geschichte noch einmal mit all deinen Waffenverbesserungen und Callisto-Credits durch. Sammle sie beim ersten Reforge ein. Okay. Das war's. Das war's. Okay. Gut. Also, somit haben wir jetzt auch Callisto-Protokoll im Hard-Mode-Modus durch und sind somit durch das zweite Hard-Mode-Projekt durch. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir Alan Wake nochmal vornehme, den ersten Teil im Hard-Mode, aber das ist jetzt erstmal ein Projekt für später. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Hard-Mode-Runs für euch spannend findet, sinnvoll findet oder ob ihr eher sagt, nee, du pass auf, einmal zocken reicht. Ich würde das gerne in Zukunft noch weiter in Angriff nehmen. Ihr merkt ja, die Hard-Modes sind jetzt nicht wirklich dafür da, um die Story irgendwie zu erkunden, sondern wirklich nur, was ich überspringen kann, überspringe ich und ich möchte einfach nur durch dieses Hardcore durch. Und Hardcore in dem Sinne den schwersten Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach. Also es gab ja jetzt bei Callisto Contagion und Hardcore als Option und Contagion ist einfach irgendwie, man darf halt nicht sterben, aber es ist gleich aufgebaut wie Hardcore und es ist einfach nur der Zeitfaktor und deswegen war mir jetzt Hardcore für mich der schwerste Schwierigkeitsgrad. Ich danke auf jeden Fall bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Ich möchte euch jetzt auch nicht lange aufhalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zum neuen Projekt hier bei DonePip, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bye bye.